Kuchen für die Mikrowelle. Ja, das gibt's auch von Dr. Oetker und schon etwas länger. Nur ich hab's mir nie gekauft und jetzt wird's aber Zeit. Sorted Karamell Lavakuchen und Schokolavakuchen. Wir probieren die beiden mal aus. Willkommen bei der Foodschau. Ja, im Vorspann habt ihr schon gesehen. Aus der Mikrowelle gibt es Schokolavakek von Dr. Oetker. Jetzt sagt ihr, wird es sicher einen oder anderen geben, der es so sagt, nach dem Prinzip. Die gibt es ja schon voll lange. Ja, stimmt, die gibt es auch schon echt lange. Ich weiß auch gar nicht, wann ich mir die gekauft habe. Irgendwann, glaube ich, Anfang des Jahres im Großhandel. Und seitdem stehen die hier rum, weil ich nie Bock hatte, die zu testen und habe immer gewartet, dass es mal richtig schön kalt ist. Heute bei 5 Grad dachte ich mir, geil, heute mache ich mir Schokolavakek. Ja. Die gibt es von Dr. Oetker, die gibt es auch immer noch zu kaufen. Die sind nicht aus dem Sortiment verschwunden. Jetzt im Sommer hat man die nicht gesehen. Ich habe die jetzt aber auch wieder im Supermarkt schon gesehen. Ja, wenn nicht, könnt ihr die auch bei World of Sweets kaufen. Also schaut da mal rein, World of Sweets hat die auch im Sortiment. Ja, es gibt also Schokolavakake. Das ist also ein Rührkuchen mit einem Sorted Caramel Kern und hier unten mit einem Schokoladenkern. Ihr könnt die kalt auch genießen, wenn ihr wollt. Ihr könnt die einfach so snacken. Oder ihr macht die euch warm und habt dadurch einen flüssigen Kern. Ich hoffe mal, das funktioniert auch wirklich so. Ihr könnt die auch im Backofen machen, dauert mir persönlich zu lange. Habe ich, glaube ich, in der Nahaufnahme gleich auch nochmal gesagt. Dauert 10 Minuten. In der Mikrowelle dauert es 20 Sekunden. Also, dann nehme ich lieber die 20-Sekunden-Version. Und wenn Mikrowelle draufsteht, mache ich Mikrowelle. Es wird so beworben. Es wird extra hier mit Mikrowelle beworben. Es wird auf den Packungen extra nochmal beworben, wo ich das Thema Packung nämlich gerade sage. In dieser Pappverpackung sind die nochmal einzeln verpackt. Und selbst auf diesen kleinen Pappverpackungen steht drauf Mikrowelle. Also, wer Mikrowelle will, kriegt Mikrowelle. Ja, kalorienmäßig müssen wir, glaube ich, auch nicht groß überreden. Es ist halt Schokolava-Cake, ne? Also, aber muss man sagen, dass der Schokolava weniger Kalorien hat. Der hat 405 auf 100 Gramm. Brotkuchen 203. Der hier oben hat 206 oder 412 auf die 100 Gramm. Zutaten relativ lang, muss ich sagen. Die Zutatenliste finde ich immer so ein bisschen doof, wenn da immer so ganz zu viel drin ist. Aber naja, wenn man alleine schon die Zutatenliste nur liest für die Karamellfüllung, die ist auch schon nicht gerade kurz, ist halt so. Muss man mit leben, ist ja kein Produkt, das man sich ständig kauft. Wie gesagt, ich habe es mir schon Ewigkeiten gekauft und nie gegessen. Ihr geht jetzt in die Nahaufnahme, guckt euch das an. Ich mache mir in der Zwischenzeit die Dinger erstmal warm, weil die stehen noch nicht vor mir. Ich werde die wirklich ganz frisch warm machen. Werde auch noch ein TikTok-Video schnell zu drehen, wenn ich jetzt gerade frisch aufschneide und es rausläuft. Euch zeige ich das dann auch nochmal, wie es rausgelaufen ist, damit ihr das nochmal sehen könnt. Und dann probieren wir sie und dann gucken wir erstmal, ob es auch schmeckt. Boah, ich habe heute Krümel im Hals. Alle Sachen, die ich heute irgendwie gegessen habe, waren alle leicht bröselig oder krümelig. Entweder Schokolade, Marzipan mit Nuss, immer irgendwann Waffel, irgendwann war immer was Krümeliges drin. Chips. Naja, wir gucken mal. Also Fotos muss ich auch noch machen, bevor ich es probiere. Darum sehen wir uns gleich wieder und ich bin gespannt. Darum bis gleich. Und hier sind sie, die beiden. Ich zeige es euch erstmal nur im rohen Zustand. Also ihr seht ja den Schoko, schön porrig. Schön soft, muss man sagen. Also sieht man jetzt hier, wenn ich hier so drücke. Also er ist wirklich schön soft. Er riecht sehr, sehr gut. Hier seht ihr den Sorted Karamell. Da sieht man jetzt nicht viel. Hier scheint ein bisschen Dreck drauf zu sein. Naja, passiert. Vielleicht auch Schokolade von drüber anfassen. Ja, das sind die guten also. Ich zeige euch trotzdem die Zutaten, die Nährwerte. Und da sieht man natürlich, hier ist einiges drin. Das finde ich immer so ein bisschen schade, warum man immer so viel da reinmachen muss. Aber naja. Jetzt habt ihr es gesehen. Wir machen jetzt eins dieser Rezepturen. Wie gesagt, wir machen Küchlein 10 Sekunden Mikrowelle oder das bei 2 Küchlein 20 Sekunden. Also tun wir jetzt beide rein. Ofen dauert mir mit 10 Minuten jetzt einfach zu lange. Und mal gucken, wie es gleich schmeckt. So, sie sind frisch aus der Mikrowelle. Wir sehen, der Kern läuft auf jeden Fall heraus. Ist schön geworden. Auch innen drin sehen sie sehr schön aus. Ja, jetzt probieren wir sie auch schnell, solange sie noch leicht warm sind. Und hoffen, dass sie auch schmecken. Und wir sind wieder da. Ja, noch sind sie warm. Ich habe euch schnell noch das Innere gezeigt. Hat wirklich gut funktioniert. Ich habe sie aber 30 Sekunden drin gelassen, weil sie waren mir nicht warm genug. Es steht 20 Sekunden drauf bei 2 Küchlein bei 600 Watt oder der niedrigsten Temperatur. Ich habe jetzt nochmal, also ich hatte 20 Sekunden bei 600 Watt, hat nicht funktioniert. Ich habe dann nochmal 15 Sekunden bei 800 Watt gemacht und dann waren sie wirklich perfekt. Also, da müssen wir wieder selbst ein bisschen experimentieren. Ja, jetzt ist die Frage, schmecken die? Ah, mit was fange ich an? Ich nehme erst den Sorted Karamell. Also, der Sorted Karamell, jetzt wird auch schon leicht fest natürlich. Ist ja schon ein paar Sekunden vergangen. Das Karamell riecht auch leicht. So leicht angebrannt.
Aber mal gucken. Heiß. Es ist salzig, es könnte salziger sein, ist aber gut. Also für so ein schnelles Küchlein mit warmen Karamellkern ist das echt gut gelungen. Also kannst du nichts Negatives groß zu sagen. Es ist simpel, es ist einfach, es ist saftig, es ist leicht warm. Wie gesagt, es könnte ein Ticken salziger sein, trotzdem lecker. Gibt 4 von 5 Punkten, kann man echt mal machen. Wenn man so Bock hat auf so ein schnelles, warmes Küchlein, einfach lecker, geht sogar auf Arbeit. Und jetzt bin ich gespannt auf Schoko. Schoko ist ja für mich nochmal immer das Highlight. Ich bin ja eigentlich ein Schokoladenfan und gerade weil ich hier schon finde, die dunkle Schokolade ist. Riecht auch schon stark. Ja, der ist was für Schokoholics. Genauso saftig wie der andere. Mit schöner Schokolade, das Innere hat nochmal so einen schönen kräftigen Schokoladengeschmack. Bei dem kannst du auch nicht viel falsch machen. Hat vielleicht einen Tick zu herb oder eine leicht bittere Note, so ganz schwach am Ende. Wie gesagt, ich bin ja bei sowas etwas empfindlich. Ich achte auf sowas. Die meisten würden sagen, nee, schmecke ich überhaupt nicht. Der ist gut, den finde ich auch ein bisschen besser als den Sorted Karamell. Der kriegt von mir auch 4,5 von 5 Punkten. Also die sind beide sehr, sehr gut. Kann ich wirklich empfehlen, wenn ihr sie seht, macht ihr nichts mit falsch. Und ja, die gibt es ja auch in gefroren, solche Dinger, aber wenn es die so gibt in der Mikrowelle, besser geht es an sich nicht, ne, auf die Schnelle. Weil das ist wirklich ein schnelles Dessert, was du dir in, sagen wir mal, wirklich 30 Sekunden fertig gemacht hast. Also lege ich euch ans Herz, habt ihr sie vielleicht schon ausprobiert? Schreibt es in die Kommentare, wie ihr sie gefunden habt. Ich finde sie lecker. Ich werde sie mir, denke ich mal, nochmal nachkaufen, einfach nur um hier zu haben, wenn man mal schnell Bock drauf hat. Vielleicht noch ein bisschen Sahne dazu, Notfallsprühsahne, obwohl ich da kein Fan von bin. Aber Sprühsahne dazu, obwohl die Zimtsahne, die es gibt, die habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Es gibt so eine Zimtsahne von der Marke mit einer bronzenen Kappe oben drauf. Die ist mega. Ist zwar Sprühsahne, aber wirklich mit Zimt und ist ein Traum. Das kann ich mir dazu auch ganz gut vorstellen. Wir sehen uns jetzt in eins der nächsten Videos bei der Foodshow wieder. Ich hoffe, der Test hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, ob es das für euch ist, wie gesagt, und ob ihr es schon probiert habt. Wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao und danke, euer Bob.